Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, und es senke sich herab auf uns dein Erbarmen. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Lass, wenn des Tagesschein vergeht, das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. Geleite uns zur Ruhe der Nacht und schenke uns einen neuen Anfang. Amen. Freut euch in Herrn, freut euch in Herrn.
fröhlich über deine Güte. Dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele. Freut euch im Herrn, freut euch im Herrn und preiset seinen Namen. Halleluja, Halleluja, preiset seinen Namen. Halleluja. Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Freut euch im Herrn, freut euch im Herrn und preiset seinen Namen. Halleluja, Halleluja, preiset seinen Namen. Halleluja. Meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Freut euch im Herrn, freut euch im Herrn und preiset meinen Namen. Halleluja, Halleluja, preiset seinen Namen. Halleluja. Lass leuchten dein Antlitz über deinen Knecht und hilf mir durch deine Güte. Freut euch im Herrn, freut euch im Herrn und preiset seinen Namen. Halleluja, Halleluja, preiset seinen Namen. Halleluja. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste. Freut euch im Herrn, freut euch im Herrn und preiset seinen Namen. Halleluja, Halleluja, preiset seinen Namen. Halleluja. Wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Freut euch im Herrn, freut euch im Herrn und preiset seinen Namen. Halleluja, Halleluja, preiset seinen Namen. Halleluja. Heute am 26. Dezember ist nach alter Tradition der Tag des heiligen Stephanus. Er hat auch den Beinamen Erzmärtyrer. Er ist der Erste, der aus der Schar der Apostel, und er ist ja kein Apostel, sondern er ist ein Diakon, aus der Schar der Ersten sozusagen Amtsträger in der jungen Gemeinde, der den Märtyrertod erlitten hat, also für seinen Glauben gestorben ist. Und diese Geschichte steht aufgeschrieben in der Apostelgeschichte des Lukas im 6. und 7. Kapitel. Ich lese nicht alles vor, aber das, was wichtig ist. Also, Stephanus voll Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Da standen einige auf von der Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner und einige von denen aus Kilikien und der Provinz Asia und stritten mit Stephanus. Doch sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete. Da stifteten sie einige Männer an, die sprachen: Wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und gegen Gott. Und sie brachten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf, traten herzu und ergriffen ihn und führten ihn vor den Hohen Rat und stellten falsche Zeugen auf, die sprachen: Dieser Mensch hört nicht auf gegen diese heilige Stätte
und gegen das Gesetz zu lästern. Denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus von Nazareth wird diese Städte zerstören und die Ordnungen ändern, die Mose uns gegeben hat. Und alle, die im Hohen Rat saßen, blickten auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Da fragte der Hohepriester, ist das so? Er aber sprach, liebe Brüder und Väter, hört mir zu. Und jetzt hält der Stephanus eine lange Predigt, die ich nicht vortragen werde. Darin geht er eigentlich durch die ganze Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk Israel und macht dabei zwei Tendenzen deutlich. Gott hilft aus der Not, aber die Leute wollen sich nicht nach ihm richten. Und diese lange Rede endet mit folgendem. Muss ich noch eine Seite umschlagen, bis ich es habe? Irgendwann, gegen Ende seiner Predigt, redet der Stephanus die Zuhörer direkt an. Ihr. Ihr seid halsstarrig und unbeschnitten an Herzen und Ohren. Ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die zuvor verkündigten das Kommen des Gerechten. Dessen Verräter und Mörder seid ihr nun geworden. Ihr habt das Gesetz empfangen durch die Weisung von Engeln und habt's nicht gehalten. Als die Leute das hören, so geht der Text hier weiter, ging's ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Stephanus aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus, und sie steinigten Stephanus. Der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Ihr Lieben, weihnachtlich kommt die Geschichte nicht daher, aber gleich am Tag nach Weihnachten ist sie nach alter Tradition die Geschichte des Tages. Und sie holt uns auf eine fast erschreckende Weise in den Alltag zurück und führt uns vor Augen, dass dieser Jesus, den wir gerade noch so herzinniglich gefeiert haben, von den Menschen abgelehnt werden wird, ans Kreuz geschlagen werden wird,
beflucht, verflucht werden wird, eines schmachvollen und qualvollen Todes sterben wird. Da wollen wir nicht gerne mitgehen. Es reicht, wenn Jesus alleine das macht. Wir wollen davon gerne ferne bleiben. Und nun wird uns ausgerechnet an dem Tag nach der Geburt Jesu das Schicksal des Stephanus vor Augen geführt. Dem geht es ja nicht anders. Auch ihm bereitet man einen schmachvollen Tod. Warum eigentlich? Es wird erzählt, die Leute aus den verschiedenen Synagogen, also den verschiedenen Lehrmeinungen, streiten mit Stephanus und schaffen es nicht, ihn zu überwinden. Er hat irgendwie die besseren Argumente. Also müssen sie sich mit falschen Zeugen helfen. Und, wie es vor dem Hohen Rat ist, fast in einem richtigen Rechtsstaat, nicht nur die Anklage wird gehört, der Beschuldigte darf sich verteidigen. Ist das so? Wird Stephanus gefragt. Und nun legt er los und erzählt, dass es immer so gewesen ist. Der, der im Auftrag der bedingungslosen Liebe unterwegs ist, der im Auftrag Gottes unterwegs ist, um die Menschen zu warnen und zu retten, der wird von eben diesen Menschen abgewiesen, verfolgt, verurteilt. Das hat viele Gründe. Unter anderem hat das den Grund, dass wir Menschen gerne auf uns selber stolz sein mögen und es nicht gerne mögen, wenn wir gerettet werden müssen. Es gefällt uns nicht. Na, und so wird nun auch der Stephanus vor die Tore der Stadt getrieben und dort wird er gesteinigt. Das ist auch ein schmachvoller Tod, wie die Kreuzigung auch. Aber er sieht den Himmel offen in der Stunde seines Todes und redet davon auch. Und er sieht Jesus zur Rechten Gottes. Das heißt, er sieht den, in dessen Namen er auftritt, der ja auch schmachvoll zu Tode gebracht worden ist, als den von Gott ins Recht gesetzten und in Macht eingesetzten. Und diesen Himmel sieht er offen und er sieht sich schon da hineingehen gewissermaßen. Und dann sagt er laut und für alle vernehmlich: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und das sagt er über seine Verfolger. Und jetzt hat es auch der Letzte kapiert. Stephanus erweist sich in seinem Schicksal als christusförmig. Aber nicht nur in seinem Schicksal, sondern in seinem ganzen Sein, nämlich in der Art und Weise, wie er sein Leben lebt. So, nun würden wir alle nicht gerne für unseren Versuch, Jesus nachzufolgen und aus seinem Geist zu leben, einen Märtyrertod sterben. Das wird auch sehr wahrscheinlich von uns nicht verlangt werden. Wir sollen aber vorbereitet sein, dass das herzinnigliche Feiern der Geburt Jesu ganz nett ist als Balsam für die Seele, aber nichts hilft und niemandem hilft, wenn wir nicht bereit sind, christusförmig zu leben und bereit sind, dafür auch Widerspruch zu erleben. Das Christentum, das wird uns an diesem Tag nach Weihnachten schon vor Augen gestellt, ist eigentlich nie Mainstream gewesen, sondern immer und von Anfang an hat die Nachfolge Jesu Widerstand heraufbeschworen, auch und gerade bei den Frommen. Lasst uns also vorbereitet sein, wenn wir im Geiste bedingungsloser Liebe zu den Menschen unterwegs sind, dass wir auch Widerstand und Ablehnung erfahren. Wir sind da in guter Gesellschaft. Stephanus ist da Vorbild gewissermaßen. Und wollte Gott uns bleiben schlimme Verfolgungen erspart und wir können da irgendwie so durchsegeln, aber wollte Gott noch viel mehr, dass unser Leben sich als christusförmig erweist, darin, dass wir
Gottes wunderbare Liebe, wohin wir kommen, ausstreuen. Amen. Lasst uns beten. Lieber Gott, bis heute ist das so, dass deine große Liebe hier bedroht wird und dass die, die sie ausbreiten, Widerspruch erleben, verfolgt werden, bedroht werden. Nicht immer geschieht es, aber immer wieder. So vertrauen wir dir heute alle diejenigen an, die gerade wegen ihres Glaubens bedroht und verfolgt werden und heutigen Tags den Märtyrertod erleiden müssen. Wir bitten dich, lass sie standhaft bleiben im Vertrauen auf deine grundlose und endlose Liebe. Wir bitten dich für alle, die ängstlich sind, deine Liebe auszubreiten, gerade weil das Widerspruch hervorrufen kann. Lass sie diese Angst überwinden und gute Erfahrungen damit machen, wenn sie über ihren Schatten springen und deiner Stimme folgen. Wir bitten dich für alle, die überhaupt lebensängstlich sind, und hilf ihnen, über ihren Schatten zu springen. Wir bitten dich für die Christenheit hier in unserem Land. Lass sie neue Kraft gewinnen, nicht äußerliche Macht, aber innerliche Kraft durch ein glaubwürdiges Leben. Wir vertrauen uns selbst dir an und bitten dich, arbeite du an uns, dass wir je länger, desto mehr glaubhafte Zeugen deiner wunderbaren Liebe werden. Darum bitten wir dich, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Meine Hoffnung und meine Freude.
Raum.